Hallo Matthias, in deine musikalische Arbeit mit dem Polytheistic Ensemble fließen neben dem Jazz und dem Blues auch viele Einflüsse aus der klassischen Musik und auch aus der Rockmusik ein. Bei deinem Warteschleifenprojekt hingegen steht der Blues doch deutlich stärker im Vordergrund. Ja, also Blues ist sicher einer der prägendsten musikalischen Einflüsse, die ich habe. Nicht zuletzt dann der Unterricht mit Steve Kahn hat mir dann die Augen nochmal geöffnet, wie wichtig eigentlich der Blues für die amerikanische Musik ist, wie wichtig er für den Pop, für den Jazz ist als essentielle Energiequelle und auch wie sich der Blues in einem zeitgenössischen Kontext weiterentwickeln lässt. Der Blues ist sozusagen ein produktiver, melancholischer Zustand. Ja, und mir kam dann später, nachdem ich dieses Warteschleifen produziert habe, das Bild von Dürer in Sinn. Da sieht man ja auch sozusagen eine 4x4-Matrix, ein magisches Zahlenquadrat. Ist es vielleicht auch eine Art Renaissance-Launchpad? Ja? Du spielst auf den berühmten Melancholia-Stich von Dürer an aus der Renaissancezeit. Wenn ich das in Verbindung bringe mit dem Warteschleifen-Video, das passt doch eigentlich wie die Faust aufs Auge. Wenn ich mir die filmische Inszenierung dieses Videos anschaue, man sieht einen Künstler alleine in einem Raum, ganz blau ausgeleuchtet, über seinem Haupt so eine Art Aura, fast wie ein Heiligenschein. Ja, da steckt natürlich auch sehr, sehr viel Ironie dahinter. Der einsame Künstler in der Schaffenskrise, die er selber hervorgerufen hat oder die fremdverschuldet ist. Also so eine Art Energie und Lähmung zugleich, die sich da drin abbildet, was der Blues ja an sich eigentlich auch ausdrückt. Ich meine, der Blues ist ja nicht immer nur der traurige Gesang der Baumwollpflücker in den Feldern, sondern es haben ja schon früh Bluesmusiker wie Muddy Waters oder Albert Collins oder Leadbelly angefangen, mit diesem dauernden Vor und Zurück zu kokettieren. Also darin steckt ja auf jeden Fall eine gewisse Ironie eigentlich. Ja, also man könnte es vielleicht als einen Schwebezustand von Gegensätzen bezeichnen, also wie zum Beispiel ein Shuffle, das Nicht-Vorankommen, das Aufschieben der Zeit, also jetzt nicht so als Lähmung, sondern eher auch als ein Gefallen daran, an diesem besonderen Zustand. Also eine gemischte Stimmung im eigentlichen Sinne des Wortes von Melancholie. Ja, dieser mediale Inszenierungsaspekt, der ist ja bei dir ohnehin ein tragendes Element, oder? Das sehe ich doch richtig, also insbesondere beim Polytheistic Ensemble. Ich komme ja ursprünglich aus der Architektur und insofern sind natürlich visuelle Aspekte und räumliche Aspekte für mich auch sehr wichtig, wie auch Abstraktion, Formen, Farben, geometrische Körper. Ja, und im Polytheistik-Ensemble war halt die Videoinszenierung schon von Anfang an ein tragender künstlerischer Bestandteil, beispielsweise durch die Verbindung von Video und Musik über Sensorsysteme. Ja, also diese Verbindung zwischen Videokunst und Musik, die kommt bei den Konzerten des Polytheistic Ensemble auch tatsächlich ganz besonders zum Ausdruck. Ich finde, das schafft auch ein ganz besonderes Erlebnis, wenn man das live auf der Bühne verfolgen kann.
Ist von da aus gesehen auch eventuell noch eine größere Produktion geplant in nächster Zeit? Ja, also wir planen eine Aufnahme im Sommer, und zwar werden da die Instrumente mehrfach besetzt. Ziel ist dann, einen orchestralen Sound zu bekommen, und wir hoffen natürlich bald wieder in multimedialen Konzerten aufzutreten.